Verehrte Zuschauer, die Deutsche Wirtschaft TV hat die Ehre und die Gelegenheit, ein Gespräch zu führen mit Professor Dr. Dr. Franz Josef Rademacher. Er ist Professor für Datenbanken und künstliche Intelligenz an der Universität Ulm. Das ist aber natürlich nur eine ihrer weitreichenden, vielzähligen Engagements in Gremien, in Beiräten und so weiter, auch auf politischer beratender Ebene. Und wir möchten den Versuch gerne starten und haben die Ehre, mit Ihnen uns auf zwei Felder zu bewegen, ja, die uns tagtäglich beschäftigen, aber die doch für viele, auch für viele Unternehmen eher nebulös sind: Globalisierung und Digitalisierung. Ja, es sind Buzzwords, würde man heute sagen, Schlagwörter, die auch wir in unseren Gesprächen dauernd führen. Und wir wollen mal sehen, wie vielleicht auch diese beiden Themen etwas zusammenhängen. Globalisierung kennen wir aus der Wirtschaft mit den tollen Erfolgen, die deutschen Unternehmen auf den internationalen Märkten haben. Aber wir kennen die andere Seite, haben wir nun jetzt auch kennengelernt, in Deutschland zum Beispiel durch die Migrationsproblematik. Was sind aus Ihrer Sicht denn die großen Herausforderungen, vor denen wir im Zuge der Globalisierung stehen? Gut, die Globalisierung bedeutet, dass der Raum, in dem die Ökonomie stattfindet, zunehmend die ganze Welt ist. Und die Welt ist sehr unterschiedlich. Es gibt insbesondere reiche und arme Teile. Und für arme Teile der Welt ist das Geschäftsmodell, gegebenenfalls soziale Standards zu unterlaufen, also für Sklavenlöhne zu arbeiten und die eigene Umwelt zu zerstören. Und das rechnet sich. Und im Ergebnis bekommen wir billig, was eigentlich gar nicht so billig sein könnte, aber nur deshalb billig ist, weil die Armen ihre Umwelt und ihre Sozialstrukturen gefährden, damit sie einen Anteil am globalen Kuchen haben. In diesem Prozess wachsen wir zusammen. Das heißt, insbesondere der ärmere Teil ist in Wertschöpfungsketten mit uns eingebunden und lernt zunehmend besser zu verstehen, was global geht. Und spätestens, wenn die Leute auch noch ein Smartphone haben, da können die dauernd gucken, was bei uns so abgeht. Und daraus entwickelt sich eine Vorstellung, wie es sein müsste und was gerecht wäre und dass die Verhältnisse, wie sie sind, nicht gerecht sind. Und eine Konsequenz, die daraus gezogen wird, ist der Versuch zu migrieren, auch da, wo das eigentlich gesetzlich nicht zulässig ist, unter Nutzung von irgendwelchen Wegen, dunklen Kanälen, weil das Ziel ist, nach hier zu kommen. Unter Nutzung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten? Die spielen eine ganz zentrale Rolle, weil die helfen enorm bei der Koordinierung und man kann immer den Ansprechpartner nehmen, bei dem schon ein Bekannter vorher war. Und damit lassen sich auch zuverlässige Andockpunkte organisieren. Und damit wird dieses ganze Migrationsspiel sehr viel einfacher. Und jetzt können die migrieren, diese Menschen, um dem zu entkommen. Oder sie können sich bestreben darin, die wirtschaftlichen Standards bei sich zu heben. Das haben ja auch Länder wie China zum Beispiel vorgemacht. Daraus erwachsen aus Ihrer Ansicht aber nur wiederum andere Probleme. Also China ist zunächst einmal eine sehr disziplinierte Gesellschaft und der Kommunismus knüpft an lange Traditionen an. Und außerdem haben sie den größten Markt der Welt und sie haben dieses Potenzial sehr geschickt genutzt. Also sie haben uns Angebote gemacht, bei denen wir verdienen konnten, bei denen aber zu ihnen Infrastruktur, Maschinen, Know-how exportiert wurden. Und in diesem Prozess haben sie sich jetzt auf ein ordentliches Niveau hochgearbeitet, wo sie anfangen, selber innovativ zu werden, wo sie teilweise uns unter Druck setzen und wo sie nicht mehr Juniorpartner sind. Der Preis ist natürlich ein unglaublicher Ressourcenverbrauch und unglaublich hohe Klimagasemissionen. Die Argumentation ist natürlich, sie dürfen dasselbe tun wie wir. Aber wenn die ganze Welt dasselbe tut wie wir, dann kollabiert unser Umwelt- und Klimasystem. Und dann ist natürlich irgendwann die Frage im Raum, zahlen wir Kompensation, helfen wir, machen wir Staatenfinanzausgleich, sind wir dazu bereit? Bisher sind wir da nicht bereit zu. Aber der wachsende Druck führt dazu, dass das jetzt ein ernstes Thema ist. Und der wachsende Druck in Europa führt auch dazu, dass das jetzt in Europa ein Thema ist. Wobei die Deutschen als die Gewinner der Prozesse
nun wirklich nicht die sind, die zahlen wollen. Also es sind eigentlich immer die Gewinner die, die am meisten dagegen sind, sich finanziell einzubringen. Und das macht die Situation schwierig für Europa, für die ganze Welt, auch für uns. Darf ich das nochmal zusammenfassen? Die wirtschaftliche Entwicklung der armen Länder würde enorme klimatische Probleme hervorrufen. Und diese, ich sag jetzt mal, Transferoption, das wäre eine Möglichkeit, dieses Dilemma aufzulösen? Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten? Ja, also die Transferdimension ist insofern wichtig, als diese ärmeren Länder, jetzt vor allen Dingen Indien und Afrika, nicht den chinesischen Weg gehen können. Wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Erneuerbare Energien, sehr stark in Aufforstung, sehr stark in Humusbildung, negative Emissionen. Wir müssen im Rahmen der Wertschöpfung CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Das ist ein neues System. Und dieses neue System kann man in diesen Ländern etablieren, wenn wir ordentlich helfen. Wir müssen dafür zahlen, dass die nicht unseren Weg gehen, sondern einen anderen Weg. Und die Suchkosten dieser Alternative, die müssen wir mit bezahlen. Und das ist gut für uns und gut für die Länder im Süden. Aber wir tun uns da schwer. Zumal noch ein weiterer Faktor hinzukommt, das ist die enorme Bevölkerungsentwicklung, die wir sehen in diesen Ländern und die sicherlich auch ein zentraler Baustein dieser Migrationsbewegung letztlich auch sind. Ja klar, die Weltbevölkerung explodiert. Wir haben in den wenigen Jahren seit dem Jahr 2000 auf der Erde 1,5 Milliarden Menschen mehr. Das ist dreimal die Bevölkerung der EU. Wir werden bis 2050 noch fünfmal die Bevölkerung der EU dazu bekommen. Alle diese Menschen haben Erwartungen an Wohlstand, sogenannter nachholender Wohlstand. Das heißt Ressourcenverbrauch und Klimagasbelastungen. Und weil das so ist und weil die Völkergemeinschaft auch entschieden hat, dass das so richtig ist, stehen wir eben vor der enormen Herausforderung, den Prozess so zu gestalten, dass genau das nicht passiert. Und wie würden Sie, um den Schwenk jetzt hinzubekommen zur Digitalisierung, eigentlich diese Herausforderungen, die wir da sehen, ins Verhältnis setzen zu dem, was jetzt gemeinhin man öfter hört? Deutschland ist bedroht von disruptiven Geschäftsmodellen und wir könnten den Anschluss verlieren in Sachen Digitalisierung. In welchem Verhältnis sehen Sie aus Ihrer Erfahrung denn diese beiden großen Herausforderungen, vor denen wir stehen? Also richtig betrachtet liegt in der Digitalisierung eine Chance und ein Risiko. Und die Chance ist, dass wir in armen Ländern Dinge ganz anders machen können als bei uns. Zum Beispiel im Gesundheitssystem. Wir können sehr viel mehr mit Smartphones, Apps und so arbeiten, wobei das in Ländern, die kein Gesundheitssystem haben, viel einfacher ist als in einem voll ausgebauten System wie unserem, weil da hängen natürlich ganz viele Positionen daran, es nicht zu verändern. Also der Ort der Innovation ist vernünftigerweise dort, wo es wenig gibt und das Neue hervorgebracht werden muss. Und wir sollten das auch zulassen, weil es die Situation dann in diesen Ländern deutlich verbessert. Und das ist nicht anders bei Aufforstung, das ist nicht anders bei Humusbildung. Das bietet sich da an und gibt eine andere Balance in der Verteilung der Wertschöpfungsmöglichkeiten. Und das müssen wir wollen. Und dann kann Digitalisierung durchaus eine positive Kraft werden. Es gibt natürlich auch die andere Seite, nämlich dass bei uns Leute die Digitalisierung im Wesentlichen nur nutzen, um ihre Situation zu verbessern, dass sie im Zweifelsfall einen Hype erzeugen, dass sie so tun, als hätten sie die Lösung, aber das Einzige, was sie wollen, ist ihre Tasche füllen und nicht unsere Probleme lösen. Und dann sind wir irgendwann mit den Konsequenzen dieser nicht gut organisierten Digitalisierung konfrontiert, etwa auf den sozialen Netzen. Und das macht unsere Lage schwieriger, als sie heute ist. Das heißt, Sie würden ein bisschen quasi zur Entspannung auch raten bei diesem Digitalisierungshype, der im Moment läuft, weil ja auch die Unternehmen verunsichert sind und überlegen, wo kann ich angegriffen werden. Sie sehen da die Situation der deutschen Unternehmen und der deutschen Wirtschaft in der Beziehung etwas entspannter? Ja, also ich halte erst einmal unsere Situation für gut. Weil wir sind in vielen materiellen Prozessen weltweit die Besten, im Anlagebau, bei Automobilen und so weiter. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht in Hypes reinreden lassen. Im Moment ist ein Hype, dass
autonome Fahrzeug, das selber fährt und auch noch Elektro ist. Und dann wird so getan, als würde es die Klimaprobleme lösen. Und es löst die Klimaprobleme nicht, nicht bei der heutigen Technologie. Und es ist auch nicht die bessere Lösung, ist auch nicht die bessere Lösung für Deutschland. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Hype-Versprechungen aufsetzen. Das gilt auch für das autonom fahrende Auto. Es ist vollkommen absurd, sich vorzustellen, dass Autos oder Taxis in 5 Jahren autonom durch überfüllte Innenstädte fahren. Das ist nicht möglich in 5 Jahren. Ein Punkt, den Sie auch thematisieren, ist die Frage oder die in der Diskussion thematisiert wird, diese unglaubliche Dynamik der Entwicklung der zugrunde liegenden Rechnerleistungen beispielsweise. Würden Sie sagen, dass diese starke Entwicklung, die wir auch in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass die so weitergehen wird oder kommen wir auch einfach an Grenzen dieser technischen Entwicklung, die wir da gesehen haben? Es ist erstmal wichtig, dass diese Explosion in der Bereitstellung von BIP-Leistungen zu wenig Geld, das ist der entscheidende Prozess. Das haben Ingenieure geleistet, die Chips konstruiert haben. Die wir in unseren Handys tragen. Die sind in unseren Handys, da ist für 5 Euro ein Chip, der ist 1000-mal so leistungsfähig wie der Großrechner, mit dem die Apollo-Mission betrieben werden. Auf der Größe eines Daumennagels ist die Komplexität einer 20-Millionen-Stadt abgebildet. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist GPS. Da braucht man Satelliten am Himmel. Da braucht man eine Kommunikation mit dem Boden in Lichtgeschwindigkeit. Man muss so fein justieren, dass man spezielle Effekte der Einsteinschen Relativitätstheorie beachten muss. Man muss auf Kilometer bezogen, hinter dem Komma viele, viele Stellen, sagen wir mindestens mal 20 Stellen hinterm Komma genau sein, damit man aus den Laufzeitdifferenzen der elektrischen Signale die Position berechnen kann. Die meisten Leute, die von Digitalisierung reden, wissen gar nicht, dass es das alles gibt. Die haben keine Ahnung, wie Mobilfunk kommuniziert, die haben keine Ahnung, wie das GPS funktioniert. Die reden immer nur von ihrer Digitalisierung. Die haben auch keine Hochachtung vor den Ingenieuren. Die Ingenieure haben Wunderleistungen verbracht. Und die sind viel größer als die Leistungen, sich einen digitalen Marktplatz auszudenken oder irgendwelche neuronalen Algorithmen, um irgendwas zu lernen. Was den missionarischen Eifer und die Selbstüberzeugung, also speziell dann mal im Silicon Valley, ja nicht trübt. Da geht man ja von aus, der Mensch, ich sag's jetzt mal ein bisschen lapidar, der wird also überwunden. Also wir werden auch, können jetzt mal rangehen an die Gehirnleistungen des Menschen. Wie schätzen Sie sowas ein? Also wenn ich die Angst hätte, dass unsere Gehirnleistung überwunden werden könnte, würde ich sofort politisch ein Moratorium beschließen. Ich glaube aber nicht, dass das absehbar ist. Das ist die sogenannte große Singularität. Ich glaube, da wird es nicht zu kommen, weil eben das Mooresche Gesetz an sein Ende kommt. Wir werden das noch einmal erleben. Wir werden noch einen Faktor 1000 haben. Verdopplung der Rechner. Alle zwei Jahre gleich Faktor 1000 in 20 Jahren werden wir noch einmal erleben. Und dann sind wir bei den elementaren Strukturen, mit denen wir rechnen, bei so kleinen Molekülverbänden, dass wir nahe an der atomaren Ebene sind. Und dann werden die Prozesse instabil. Das heißt, dann kann man keinen Rechner mehr daraus bauen. Und dieses ist am Horizont zu sehen. Es kommt nochmal ein Faktor 1000, aber es kommt nicht einfach eine Milliarde dazu. Letzte Frage, die ich an Sie hätte. Wenn man sich mit Ihnen unterhält und spürt, dass auch mit der großen Perspektive, auch der Erfahrung und dem Weitblick dann eben manche Sachen nicht mehr der Hype sind, sondern etwas auch gelassener betrachtet werden können oder eingeordnet werden können. Was braucht es denn, dass ein solches Denken an den entscheidenden Stellen der Wirtschaft, aber dann sicherlich auch der Politik, vielleicht auch mehr Einzug hält? Was sind das für Grundlagen, die man da benötigte, um das jetzt auch mal wieder richtig zu verstehen und einzuordnen, was wir erleben? Ich glaube, dass das Wichtigste, was wir haben, der gesunde Menschenverstand ist. Wir kommen aus einer Evolution, die ist biologisch. Wir haben einen super Körper. Ein Großteil unserer
kognitiven Leistung ist vom neuronalen Typ wie beim Puma. Wir haben zusätzlich eine kleine abstrakte Maschine in unserem Gehirn, das zeichnet uns aus. Aber kluge Menschen konzentrieren sich darauf, dass sich der Körper wohlfühlt, weil daraus resultiert das Glück. Und wenn man das Glück erleben will, muss man die wesentlichen biologischen Prozesse nachvollziehen, weil wir in einer langen Evolution auf genau diese biologischen Prozesse hin optimiert sind. Wenn uns das vorenthalten wird, sind wir in der Regel traurig. Und das heißt, das sind die Grenzen des Glücksversprechens der Digitalisierung dann auch? Genau, das heißt, die finale Situation des Glücks ist möglicherweise nicht die Avatarfrau. Die Avatarfrau kann aus Sicht eines Mannes sehr bequem sein. Man kann das so einstellen, wie man es gerne hätte. Auf der anderen Seite ist das emotionale Ringen mit einer wirklichen Frau in wechselseitiger Liebe etwas ganz Besonderes. Und daran wird teilweise Jahre gearbeitet. Und Daniel Hofstetter sagt, die, die wir lieben, sind bei etwas Empathie Teil unseres Gehirns und unseres Bewusstseins. Das heißt, unser Bewusstsein erweitert sich eigentlich in Richtung anderer Menschen, die wir mögen und mit denen wir eng kommunizieren. Und in dieser Erweiterung des Bewusstseins liegt ein großes Glück. Das ist natürlich auch die Stelle, wo man nicht so schnell Missverständnisse hat, weil man ja im Kern schon weiß, wie der andere denkt. Und mit diesem Menschen kann man jetzt die Fragen diskutieren, die man gerne diskutieren würde, und ist nicht dauernd mit Missverständnissen konfrontiert, weil die belasten jede Kommunikation. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Alles Gute.